Hallo zusammen, der Thiago da von Swissgip Plus und willkommen zu Let's Play Amnesia The Dark Descent. Das ist Part 16 und es geht wieder weiter. Gut, im letzten Part sind wir aus der Kanalisation gekommen und haben dann später irgendwie den Agrippa getroffen oder so ähnlich. Und ja, jetzt sind wir da. 12th of August 1839. Banishment ritual is taking longer than expected and we have to do what is needed. I spend my time helping out the prisoners. Being around these degenerates makes me ill. None of them even tries to face their punishment with any kind of dignity. They taunt me with their lies of innocence and their cowardly pleas of mercy. What can make a man fall so far from the grace of a civilized existence? They are all wicked men, and I remind myself of it constantly. Still, I am thankful for God sending these monsters our way, as they will serve as the instruments of my salvation. I try to study the different tools in the torture chamber and learn how to use them effectively. Last time was messy, and the effect suffered from my inexperience. When the next warding is to be performed, I shall be ready. Aha, er hat gelitten in der Folterkammer. Nein. Hey, der Daniel, hey, was hat der? Der studiert das Zeug, hallo? Also gut, was hat's denn da hier unten? Es lässt sich nicht bewegen. Sicher, dass es nicht bewegen lässt. Ah. Oh. So nichts. Ah doch. Eimer Teer. Ist das alles? Ja. es wird ein bisschen dumm, aber. ja, eben. Gut, was wollte ich? Da genau. Die patrouilliert das Viech. Oder auch nicht? Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, wo das Viech ist. Letztes Mal ist es da durchgegangen. Warte, ich aber wirklich da durch. Ja, im Notfall säckeln wir. Ja, im Notfall. Ja. Okay. Die zerbrochene Kugel. Ja. Sonst noch etwas. Hey, der Stefano! Wieder mal. Ich hätte da glaub eigentlich nichts. Hey, zwei what the f... Wie viele Stefanos sind das? Silbernig, goldig, wow. Das, what the hell? Werden da Opferungen durchgeführt, soweit ich weiß, oder? Hotel, wow. Das, ja, das ist schön. Amnesia, langsam bist du. Also Daniel und so, also hä? Langsam passiert etwas. Es wird unheimlich. Ja. Und riesig vor allem, schaut euch mal da um. Ey, das ist riesig, der Scheiß. Wir sehen nicht einmal die Decke. Also dann gehen wir mal da vor. Hey, Scheiße. Ich weiß nicht, seit wenn die Räume so gross geboten sind, aber ja. Aha. Wollen wir da schon rein? Ah! Der Durchgang zum Altar ist auf geheimnisvolle Weise versperrt. Ich wollte ja nichts sagen, aber ich glaube nicht, dass im Mittelalter schon so Dinger gehabt hat. Ich glaube, das spielt ja alles im Mittelalter. Ich meine, Folterung hat es zu der Zeit gegeben. Der Sockel hat eine glatte, halbkreisförmige Vertiefung an der Oberseite. Der Sockel im Altar hat eine Vertiefung, in die eine Kugel passen könnte. Aha, Kugel.
Sehr verdächtig. Ja, für was sind wir da reingekommen? Hä, wir können ja da gar nichts machen, was wollt ihr? Wisst ihr was, ich gehe mal zum Agrippa, vielleicht sagt er uns etwas. Also ich hoffe es mal. Stimmt, der Daniel hat ja den Alexander am Anfang gebeten, ihm zu helfen. Laut seiner Theorie wäre er ja jetzt tot oder so. These cells are meant to hold prisoners who are under treatment. The people you send for will end up here. Remember that the confinement itself works as a preamble to the torture, and you should pace yourself. Don't take anyone before they are ready. Understood. Eigentlich kann ich weiterhören wollen. What level? Oh, that one. So many of Alexander's things are breaking down. Look around. Maybe the other room. There are machine parts hidden all over this place. You'll find a way to fix it. Ja, Maschine. Da ist eine Maschine. Ein Heinrich Cornelius Agrippa. Wow. Das funktioniert. Okay. Hey, geht die Maschine wieder? Also die mit den zwei Hebeln. Ehrlich gesagt, das ist ein bisschen schnell gegangen. Okay. Oh, wie hier, jetzt kommt das Viech, Mann. Ich glaube, in Amnesia allgemein haben wir immer Angst, dass es Viech kommt. Dabei ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Ich meine, schon im ersten Part habe ich so eine Sorge gehabt, dass es Viech kommt. Dabei hat es lange gedauert, bis mal etwas passiert ist. Und allgemein sind die Viecher eigentlich nicht mehr sehr schlimm mit der Zeit. Muss ich noch sagen. Wo ist der da? Theoretisch sollte es jetzt so funktionieren, vielleicht. Also nein, theoretisch vielleicht. Ja, es geht. Hey, es hat ja noch mehr. Hey, was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Hey, ich Oh Mann, nein. Okay, gerade ziemlich viel bekomme ich da nicht mit. Ich glaube, ich habe ihn etwas verpasst. Aber irgendwie mache ich noch das Richtige. Coole Nachricht. Ja. irgendwie, es wäre immer so der perfekte Moment, dass man als Viech erscheinen würde. Hä, welche Tür? Hä? Haben das jetzt aufgemacht? Hä? Okay. Wow. Fein. Und das? Was ist da? Und dann kann man da irgendwie beleuchten, dass sie nicht ständig irgendwie Ding verschwenden. Ja, egal, ihr seht es ja. Also, tun wir mal. Wow, das ist Viech. Oh hey, der Daniel ist da ja gar nichts gesehen. Ui, er ist unsichtbar. Okay. Ja, bist du jetzt irgendwie dran oder so? Okay, warte, jetzt haben wir ihn, glaube ich. Oder, was haben wir jetzt genau? Oh. Moment. Können wir ihn wieder anklicken? Warte, da kommen ja meistens Eimer hin. Tun wir mal Eimer hier ran. Ah, okay. Gibt's Sinn eigentlich? Gut, So.
Jetzt fresse. Oh. Etwas zieht am Seil. Was könnte es nur sein? Die Tunde passiert jetzt nicht gerade sehr viel. Hey, können wir. Gut, jetzt geht's wieder. Aha. Reste aufgehoben. Mit Knochen. Ja, der Knochen ist mit Schleim bedeckt. Ah, okay. Warum Schleim? How are things coming? Alexander is quite impressive in many ways. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, tut mir leid, wenn ich nicht sehr viel schnurre, aber... Ja... Wundere mich gerade ein bisschen. Ich hasse die Dinger. So. Also, Vorlesestunde mit Thiago. Hörst. Bei Hofe wird man sich im Norden des Schwarzen Adlers gegenseitig seine politischen Vorstellungen zu anwirft, während ich ruhig da sitze, absichtlich vergessen. Ab und zu werde ich von einigen bemerkt und sie senken schweigend ihren Kopf, bis sie sich wieder den Diskussionen zuwenden. Sie alle wissen, ich bin der Alexander, der ihren Vätern und Großvätern half, diesen Orden zu gründen. Ich habe gesehen, wie sie die Plätze ihrer Väter eingenommen haben. Und auch sie werden älter und dahin scheiden. Während ich derselbe bleibe, nicht durch die Zeit gealtert, sondern durch Qualen. Hui. Gut. Jetzt noch so ein Brief, und Brief geht langsam auf den Sack. Laudanum 9. machen wir da mal hell, ich meine, wir haben es ja. Ah, da, Weyer. Agrippa beeinflusst Weyer. Okay, ich muss da nicht lesen eigentlich. Auf einem Notizzettel steht etwas von einer Mischung, die aus drei Ingredienzen hergestellt wird. Muss ich das dann später lesen, oder was? Was das genau für Rezept sind. Vielleicht mal einen Kuchen? Incredible. You found Vile's recipe. Then there might still be a chance. Listen carefully. Alexander is working on opening a gate. A door to another world. It's where he wants to go. If you could put your anger aside, let him open the portal before you take your revenge. Let me pass the gate then. Please. Find the ingredients and prepare the tonic via the scribes. And do so before you assemble the orb. The barrier keeping you from the inner sanctum will only be breached for a short time. Unless everything is taken care of before mending the orb, you won't be able to save me. Okay. Agrippa braucht ein spezielles Tonikum, das ihn rettet. Okay, ich weiß nicht, aber Schleim, da könnte ja schon mal etwas sein. Tier, ich weiß nicht. Ich sag mal noch nichts. Gut, ich weiß nicht, ob wir in dem Part noch Zeit haben, aber wir können schon mal die Tee gehen. Und so gehen wir schon mal da rein. Altarraum, Eingang. Wow. Okay, das. Ja, ich weiß nicht. Die Tür wollte ich noch nicht in diesem Part. Ja gut, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Es hat langsam ein bisschen mehr Geschichte und so, und da kann nicht mehr sehr viel schnurren, das tut mir leid. Aber ich hoffe, euch hat der Part trotzdem gefallen. Ich bin Thiago von SwissCube Plus und ich verabschiede mich also. Tschüss zusammen.